Alles klar, Seitenpanzerung von einem Panther, überhaupt kein Problem mit HE, läuft. Servus liebe Freunde der gepflegten War Thunder Unterhaltung, ich bin Raibun und das hier ist die Su 152. Die habt ihr bei mir auf dem Kanal unter anderem in einem Gast-Replay schon mal gesehen. Und heute möchte ich sie euch in einem, ich sag mal, ganz besonderen Weg zeigen, denn ich bin in den letzten Wochen immer wieder mal darauf gestoßen, wenn ich so im Bereich, ja, so 4-7, 5-0 und so oder auch 4-0 gefahren bin, wo einem unter anderem die Dinger begegnen und aber auch der KV2, habe ich mich doch an der einen oder anderen Stelle mal gewundert, denn teilweise sehe ich doch, dass Spieler, die mit diesen Panzern unterwegs sind, gerade mit dem KV2 oder auch mit der Su-152, mit HE-Only unterwegs sind. Da habt ihr genau richtig gehört. Nur mit High-Explosive-Granaten fahren die durch die Gegend teilweise. Und ich bin auch da teilweise von diesen Granaten auseinandergerissen worden. Und habe mich dann hinterher mal gefragt, so in der Killcam, wenn man dann die Granate auf sich zufliegen sieht, der hat mich jetzt tatsächlich mit einer HE weggebolzt. Und da habe ich mir dann halt auch einfach mal so meine Gedanken zugemacht, weil ich dachte, naja, ist ja schön, dass er Spaß dran hat, ja. Aber da frage ich mich, sind das vielleicht sogar Spieler, die von World of Tanks hier rüberkommen und sehen, oh, die Su-152 und den KV-2, den gibt es hier in dem Spiel auch. Und die spielt man ja in der Regel in World of Tanks mit der Derp Gun, also sprich mit der 152mm Kanone. Und da dann ein Großteil spielt die mit HE. Und zwar nur mit HE. Und da dachte ich so, naja, kann man das so hier auf War Thunder übertragen? Und einige machen das. Ich weiß nicht, ob die von World of Tanks kommen, keine Ahnung. Oder ob sie sich das vielleicht einfach nur von World of Tanks abgeguckt haben. Und deswegen habe ich auch einfach mal den Test gemacht und bin mit der Su-152 mal unterwegs gewesen und habe auch einfach mal 20 Schuss HE reingeladen. Das ist hier die OF-540. Ihr seht das hier schon, Geschossmasse 44 Kilogramm, ist relativ langsam mit 655 Metern pro Sekunde, hat TNT geladen und hat eine Sprengstoffmasse von 5,9 Kilogramm. Ist jetzt auch nicht so die Welt, 5,9 Kilo. Wir haben aber eine Durchschlagsleistung, egal in welchem Winkel ihr trefft und egal aus welcher Entfernung, von 49 mm. Das ist natürlich nicht viel. Das bedeutet natürlich, dass wir die meisten Panzer, Panzer von der Seite treffen müssen. Wenn überhaupt. Ganz, ganz wenige kann man auch von vorne penetrieren. Das werdet ihr auch gleich in den Runden sehen, die ich euch mitgebracht habe. Eine Runde möchte ich euch eigentlich schon in kompletter Länge zeigen. Und die anderen Kills, die ich da gemacht habe, das ist ein kleiner Zusammenschnitt. Es ist natürlich mit der Su-152 jetzt auch nicht so leicht, relativ lange zu überleben, weil ihr wisst, wenn ihr da auch von vorne getroffen werdet, dann seid ihr relativ schnell platt, weil die halt so gut wie nicht gepanzert ist, auch nicht von vorne. Und hier seht ihr es, hier sitzt die Munition und hier auch, wenn ihr da einen Treffer reinbekommt, dann ist sowieso meistens dann schon das Licht aus. Trotzdem hat es aber recht gut funktioniert, möchte ich sagen. Natürlich geht es bei einigen Fahrzeugen leichter als bei anderen, aber das zeige ich euch dann jetzt hier kurz in den Runden. So, ab geht da der Peter. Natürlich für den Test natürlich noch eine schöne Map abbekommen, eine schöne Stadtmap. Ich glaube, Ardennen ist es. Das heißt also hier Close Quarters Beschuss. Da kann man tatsächlich dann eher sich wirklich danach orientieren, wo hier wirklich enge Gefechte sind. Und das spielt einem natürlich mit HE-Only noch ein bisschen in die Karten. 49 mm haben wir auf egal auf welche Entfernung. Das ist natürlich für viele Panzer, auf die man hier auch in dem BR trifft, zumindest von vorne ein Witz. Aber wenn ihr sie von der Seite erwischt, dann ist es auch ja tatsächlich eine Sache, die euch auch ein bisschen in die Karten spielen kann. Zusätzlich, so da drüben ist jetzt auch noch ein Gegner gewesen. Der hat mich glücklicherweise nicht gesehen und ich habe mich da dann versucht so zu orientieren, dass er, wenn er hier um die Ecke kommt, ich ihn dann beschießen kann, aber der ist dann jetzt raus gewesen und
Ich kann euch nachher kommt noch eine schöne Szene in dieser Runde hier. So schön. Oh. Bam. Das war das erste. Zum Glück habe ich mich da gerade noch gedreht, sodass die M18 mir tatsächlich nur den Sichtschlitz zerbolzt hat. Und ich bin jetzt hier eine ganze Zeit lang stehen geblieben, weil ich dachte, komm, schau noch mal, warte noch mal ab, weil es wird jetzt hier, wenn ihr auf die Minimap schaut, auch ein bisschen eng. Da sind auch ein paar Gegner auf der Minimap aufgetaucht, die auch jetzt gerade mit Artillerie beschossen werden. Und deswegen dachte ich, bleibe ich jetzt erstmal hier stehen und guck, vielleicht kommt ja wie die M18 hier noch einer um die Ecke. Ich glaube, der hat sich ganz schön erschreckt, als er hier um die Ecke kam. Und da hatte ich tatsächlich Glück, dass ich noch mich im Drehen gewesen bin. Dass die Granate der M18 da keinen größeren Schaden angerichtet hat. Und bis jetzt hat es mit der HE tatsächlich ganz gut geklappt. Ja. Es ist natürlich, machen wir uns nichts vor, im Vergleich zu World of Tanks ist das natürlich ja, was hier was völlig anderes, weil in World of Tanks macht ihr ja mit der HE eigentlich immer so gut wie immer Schaden, und hier in War Thunder, da ist das natürlich alles ein bisschen anders. Da ist die Munition natürlich auch tatsächlich nur gedacht, um auch wirklich leicht gepanzerte Ziele zu bekämpfen, und da zählt natürlich auch eine M18 drunter. Da zählen aber auch die wirklich leicht gepanzerten japanischen Panzer drunter, die ihr teilweise da auch dann von vorne mit der HE knacken könnt. Ansonsten tatsächlich alles eher so von der Seite. Zumindest macht ihr dann von der Seite auch Schaden. Es gibt ja auch gleich noch eine Szene, in der wir auf einen Churchill treffen. Und da seht ihr das, da bringt euch dann tatsächlich HE eigentlich gar nichts mehr. So, da drüben der Avenger. Der ist auch butterweich. Er sieht mich. Ich bleibe hier dämlicherweise an der Wand hängen. Aber er schafft es auch irgendwie nicht, mich richtig zu beschießen. Und schaffe es, ihm hier die Kette zu ziehen, das Getriebe zu zerdeppern und den Motor zu zerfetzen. Bekomme aber den Abschuss nicht, sondern bekomme hier gleich eine Abschusshilfe. Da seht ihr es, da ist die Abschusshilfe auch schon da. Aber auch hier britischer Panzer von der Seite, weich wie Butter. Da kommt ihr mit den 49 mm, die die HE hier hat, an Penn locker durch. So, jetzt nochmal kurz Halt machen. Nochmal sich ein bisschen umhören, ein bisschen umschauen, weil, wie eingangs gesagt, mit der Su könnt ihr schneller raus sein, als euch lieb ist. Da drüben hat es die Cis auf den Kopf gedreht. Er hat es aber überlebt. Entschuldigung. So, und wie gesagt, das mit der HE, das ist natürlich eine Sache. Das spielt euch hier auf einer Stadtkarte natürlich direkt mal in die Hände. Und der hätte mich die Bomben fast einen Frontflip machen lassen. Glücklicherweise war dem dann doch nicht so. Und da habt ihr hier natürlich in der Stadt mit der HE die besten Chancen, hier auch Schaden auszuteilen. Das Negative ist daran tatsächlich, dass die Su-152 so immobil ist. Ihr seht das, bis ihr hier tatsächlich so mal um eine Ecke rum seid. Es dauert gefühlt eine Ewigkeit. Aber wir wissen ja, dass das Laufwerk eines KV-Panzers, auf dem die Su-152 aufbaut, ja, auch nicht das mobilste ist. So, hier bewegen wir uns jetzt im Bereich von B. Und ich bin hier auch nicht weiter gefahren als bis hier, weil da kann man auch gleich dann schon direkt auf den Spawn wirken. So, das nächste M18-Opfer. Ja, ihr seht, also, ihr macht da tatsächlich ordentlich Schaden, wenn die Granate dann durchgeht. Und jetzt kommt auch gleich die Szene mit dem Churchill, die ich eben gerade schon angesprochen hatte. Da unten seht ihr ihn schon, da links im Bild war er gerade kurz, jetzt ist er wieder im Bild.
Churchill Mark 7. An sowas beißt ihr euch dann natürlich die Zähne aus, ne? Also, das ist jetzt natürlich kein Gegner, den ihr da jetzt auf die Entfernung mit der HE tatsächlich auch von der Seite nicht erfolgreich bekämpfen könnt. Vielleicht dann eher von hinten, aber ihr seht das hier. Ich habe ihm direkt auf die Seite geschossen. Nicht beschädigt. Jetzt versuche ich es gleich auf den Turm. Aber auch da, selbst von der Seite, ist der Churchill Mark 7 tatsächlich ziemlich gut gepanzert. Zumindest jetzt für diese Art Granate. Er bleibt zum Glück so stehen, dass ich da ordentlich erzielen und auch noch nachladen kann. Und auch hier seht ihr, dass ich ihm, Entschuldigung, dass ich ihm zumindest die Kette ziehen konnte. Der Schaden ist nach unten gegangen und hat ihm die Kette zerrissen. Jetzt ist er da erstmal immobil und steht da rum und muss reparieren. Jetzt der nächste Schuss in den Turm, der jetzt halt auch dafür gesorgt hat, dass der sein Geschützrohr kaputt ist. Da vorne der Komet, der mich, glaube ich, in dem Moment noch nicht gesehen hat, aber gleich wird er mich sehen. So, der Churchill ist jetzt raus, zweite Abschusshilfe. Ich glaube, auf den Kometen, müssen wir jetzt mal gucken, können wir da noch einen Schuss drauf anbringen. Ja, er hat jetzt über mich rüber geschossen, aber ist jetzt da noch raus. In dem Moment wäre ich dann jetzt halt auch vorgefahren und hätte seinen Reload ausgenutzt, um dann meinen Schuss anzubringen, aber das hat tatsächlich nicht viel gebracht. So, und da seht ihr es auch schon wieder, das gegnerische Team ist schon ziemlich weit zurückgedrängt. Und ich fahre hier aber trotzdem auch nicht weiter, weil das ist halt auch einfach scheiße. Und der Gegner hat dann auch in seinem Spawn eher die Möglichkeit, von unten nach oben zu schießen. Und mit der Gun Depression, die bei den Russen kaum vorhanden ist, bringt das natürlich nicht. So, da vorne jetzt der Sherman. Und das ist hier tatsächlich wirklich der schönste Schuss. Pass auf. Ich ziele einfach mal auf seinen Turm. Und das geht direkt aufs Turmdach. Sodass er natürlich direkt auch die komplette Besatzung und den Motor zerreißt und das Ding komplett auseinanderplatzt. Aber das ist natürlich bei der kaum vorhandenen Panzerung des Sherman oben am Turm tatsächlich, ja, ich sag jetzt mal nichts Wildes und auch nichts Besonderes, aber der Schuss trotzdem schön durchgegangen. So, das waren jetzt drei Kills jetzt hier in dieser Runde. Ich zeig euch noch andere Szenen. So, hier ist jetzt die Entfernung ein bisschen weiter und ihr seht das, der T-34 neben mir hat auf die M18 geschossen und kriegt sie einfach nicht kaputt. Deswegen denke ich mir, komm, gleich nochmal nächste M18 rausgenommen. Und das hatte ich ja eben gerade auch angesprochen. Ihr schafft es auch, japanische Panzer von vorne zu penetrieren, weil die halt eben so gut wie nicht gepanzert sind. Und der Chino 2, eben gerade schon gesehen, zwei Besatzungsmitglieder tot, Getriebe im Arsch. Und ja, wir reden hier von einer Entfernung, ja, ich würde mal jetzt sagen, auf jeden Fall 400 Meter und ein bisschen drüber. Vielleicht 410, 420 Meter, zweiter Schuss, direkt vorne in den Turm rein. So, ich denke, ihr habt jetzt gesehen, was mit dieser HE-Only-Challenge so geht, beziehungsweise nicht geht. Ja, also unterm Strich würde ich es euch nicht empfehlen, damit ernsthaft zu spielen, sondern vielleicht einfach nur mal so aus Fun, wenn ihr mal gerade Bock drauf habt und dann mal so die HE-Derp-Gun entweder bei der Su-152 oder beim KV-2 oder bei jeder anderen ja, Su oder Isu, die eine größere Kanone hat, wo das eventuell dann was bringt. Die ein oder anderen schönen Schüsse kann man da dann doch schon ansetzen. Ihr habt es gesehen, zum Beispiel auch bei dem Sherman, den ich oben direkt aufs Turmdach geschossen habe, wo es ihn dann halt eben von oben zerrissen hat. Also einige Schüsse sind da schon ganz lustig und das macht dann auch tatsächlich Spaß. Da kann ich mir dann auch ein Grinsen tatsächlich nicht verkneifen. Aber fürs ernsthafte Spielen ist das HE-Only ja tatsächlich
nichts. Lasst mir gerne mal eure Meinung zu dem Video unten in den Kommentaren da. Ich würde mich auch riesig über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr in Sachen War Thunder auf meinem Kanal nichts verpassen möchtet, dann lasst mir auch gerne ein Abo da. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer hier auf meinem Kanal. Ich wünsche euch was, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, immer schön weiter zocken. Macht's gut. Euer Raibun.